Kommt rein, er sieht, dass du Solo spielst. Oh ja, kann man mitspielen? Kann ich so klar. Sorry, ich kann nichts dafür, dass du keine Freunde hast. Wer kam eigentlich auf die Idee, im Internet bei den Welpen nach Mitspielen zu fragen? Frag mich nicht. Frag mich nicht. Du gehst doch auch nicht in deiner Stadt irgendwo hin und klingelst irgendwo und fragst, ob du mit ihm spielen kannst. Ja. Ich sag. Das muss man machen. Einfach klingeln. Hast du Bock zu spielen? Warum? Weiß ich nicht. Im Internet machen die das auch so. Na, vor allem, warum können die Leute nicht mehr selber spielen? Weil sie behindert sind. Warum gehen die denn noch rum bei kleinen Streamern und fragen jeden verdammten kleinen Streamer: Oh, kann ich mitspielen? Kann ich mitspielen? Kann ich mitspielen? Hä? Wir sind nicht eure Freunde. Punkt. Doch. Nein, sind wir nicht. Du stellst den Du kannst doch Troll-Account, gehst nicht mit dem zu deinem. Troll-Account, gehst du online und cheatest mit dem Troll-Account, dass er einfach gebannt wird dafür. Weil die wissen nicht, was für einer du bist. Du könntest auch der übelste, heftige Cheater hier sein. Ja, aber das ist doch. Warum? Also, warum? Keine Ahnung, ist normal. Problem ist halt einfach, dass auch viele Menschen es angenommen haben und mit den Leuten gespielt haben. Weil, kleiner Streamer. War ja Viva. Bro, mir geht es am Hintern vorbei. Ob wir dich als Viewer haben oder nicht. Weil guess what? I don't care. Da draußen werden sicherlich Leute sein, die uns mögen, die unseren Stream-Style mögen, die einfach über andere Dinge reden, außer: Oh, wie viele Kills hast du? Seit wann streamst du? Kann man mitspielen? Kannst du mir mal einblasen? Erzählt mir doch einfach, was ihr heute gegessen habt. Worauf ihr Bock habt zu, worauf ihr Bock habt, heute Abend zu essen. Keine Ahnung, was ihr eventuell vorhabt zu kochen, wo ihr auf Reisen gehen wollt. Kein Plan. Irgendwas. Wirklich irgendwas. Und wenn ihr mir 5 Stunden lang von eurer 5 Minuten auf dem Pferd reiten Experience erzählt, ist mir das immer noch lieber, als zu fragen, ob du mitspielen kannst.